Einen wunderschönen guten Morgen. Und draußen war es am Regnen wie bekloppt, deswegen filme ich jetzt kurz hier zu Hause noch. Elsa, ich und Alex, wir starten jetzt gleich auf eine 50 Kilometer Tour. Und da es am Regnen ist, werde ich mich immer noch zwischendurch mal melden und mal durchgeben, wie es uns geht. Bis später mal. So, wir sind schon anständig unterwegs. Morgen. Sind schon in der Laufenburg, dahinter sieht man sie. Und es liegt Schnee und wir haben den 3. Mai. Klimaerwärmung halt, ne? Tja, wir haben Winter. Aber wie? Aber es ist jetzt nicht wirklich kalt. Wir haben meinen Poncho ausgezogen, haben gerade ein bisschen Ruhe. Und ich hoffe, im Matt kommt dann nur Schnee. Aber Wahnsinn. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir dieses Jahr noch so was bekommen hier. Also bis jetzt geht es noch allen gut. Wir sind in Großau angekommen und jetzt gleich geht es übers Feld weiter nach Hürtchen. So, jetzt müssen wir ganz lange in die Richtung hier. Auf dem Feld ist auch gerade sehr, sehr frisch. Oh, da wollen wir mal. Im Hintergrund sieht man, wir haben Hürtchen erreicht. Wir sind noch immer auf unserem Wanderweg. Heute ist eigentlich ein schöner Wanderweg. Den kann man eigentlich auch mal weiterempfehlen. Ja, und das ist unser Wetter. Und ich habe mich diesmal wirklich nicht passend gekleidet. Ich hätte eigentlich mal auf den Wetterbericht, bin wieder null vorbereitet. Das habe ich eigentlich, mit so Schneeregen gerechnet, aber nicht damit, dass wir jetzt wieder Winter haben. Aber solange ich laufe, habe ich warm. Jetzt kommt, warte mal. So, jetzt kommt das heftigste Stück von unserer Wanderung heute. Ich würde sagen, die Füße tun schon ein bisschen weh, also meine. Und jetzt geht es nach Schmidthof. Das sind, ich denke, so was um die 300, 400 Höhenmeter, aber ziemlich direkt. Ziemlich sehr direkt. Ja, dann würde ich mal sagen, an der Eiche machen wir nachher, da ist eine Bank, da machen wir ein Päuschen und dann melde ich mich nochmal. Das will ich euch jetzt nicht antun, nicht die Stöhne. Bis gleich mal. Merkt, dass ich fitter werde. Das letzte Mal, wo ich mit dem Basti und mit Philipp hier hoch bin, da habe ich richtig gut geschnauft. Und jetzt geht eigentlich alles im normalen Bereich. Ich werde fitter, leichter. Und wir laufen uns gerade wieder Schnee. Wir machen gerade Päuschen. Elsa, bleib doch mal sitzen. Ah ja, die Tee ist nicht zu Hause. Elsa, mach mal Sitz. Ah, Sitz, Schatz. Ruh dich aus. Heute gibt es Gulasch mit Reis.
Das ist jetzt ein Benzinkocher. Muss ja wieder übertreiben hier, weißt du? Stundenlang sitzen. Hör mir die Hände ein. Nur damit ihr seht, wer da drin wohnt. Oder ist er wieder rausgeflogen, wo ich nicht hingeguckt habe? Da ist er. Zack, habt ihr ihn gesehen? Da, zack. Wie süß ist das denn? Jetzt geht er wieder Würmer suchen und dann werden die Kleinen gefüttert. Eine Stange. So ein Pfosten hier. Vom Zaun. Schon wieder jetzt auf dem Rückweg. Da hat man die 25 erreicht. Und jetzt geht es ab wieder in die Richtung Heimat. Und jetzt geht es von hier aus immer so mit einer leichten Steigung hoch nach Hürtchen. Oh, das kostet richtig Kraft. Aber kämpfen, nicht klagen. Immer weiter. Hopp, hopp, hopp. Langsam haben wir auch einigermaßen schönes Wetter. Ab und zu mal zwischendurch schneit es und regnet es. Ja, ein richtig schönes Waldstück hier. Ja. Geschätzt Kilometer 35, ne? Ja. 36 Kilometer. Ja, immer weiter. Hier liegt noch was Schnee. Gerade hat immer so richtig schön geschneit. Zwar nichts liegen geblieben, aber Poncho wieder an. Wir verlassen jetzt den Hürtchenwald und gehen in den Laufenburger Wald. Ja, und dann haben wir noch, ich denke mal so 8-9 Kilometer, ne? Ja. Langsam merkt man es an den Füßen, aber ist noch alles im grünen Bereich. Ist in Sonnerfeld. Und der sowieso hier. 10 Kilometer. 10 Kilometer haben wir noch. Boah, die reißen nur so runter. Alex schlägt jetzt einen anderen Weg ein wie ich. Der geht noch auf eine Party. Der geht jetzt hier links. Ich gehe rechts. Und ja, ab Kilometer 40 tun mir meine Füße ganz schön. Naja, wird schon klappen. Auf die letzten Kilometer. Bis später mal. Ja, ja. So langsam ist die Power raus bei mir. So, noch ein paar letzte Worte. Jetzt gleich kommt urbanes Gebiet und eine Straße und dann bin ich schon in meinem Dorf. Ja, was mir diesmal so weh tut, das sind eher die Knochen, nicht so die Muskeln. Muskulär habe ich kaum was. Aber Knochen tun mir weh. So, Füße, Gelenke. Ab 40 Kilometer. 40 Kilometer war eigentlich alles noch super, toppi. Letztes Mal war ich ja 43 Kilometer. Da waren aber nicht so viele Höhenmeter zwischen wie diesmal. Das macht auch einen richtigen Unterschied. Ich schätze mal, waren jetzt so, jetzt haben wir das Gerät nicht mehr. Waren so 800, 900 Höhenmeter, die wir heute gegangen sind. Das ist schon heftig. Auf so einen langen Weg. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich es schaffe, wenn ich nicht unterwegs die Knochen breche. Würde ich sagen, mal bis zum nächsten Mal. Und jetzt bin ich erstmal, glaube ich, davon ab, so weit zu gehen. Ich schaffe es ja. 50 war so, die will ich schaffen, die schaffe ich heute. Und dann
sind wir wieder so bei 30 und 35 und so normale Tagesetappen halt wieder weitermachen. Nelson, Nelson, ja, bist du einverstanden? So, der hat keinen Bock mehr.